teleporten können, die Verrückten hier. Es will be Wars of the Rainer, meinst du? Immer so die komischen Goblins hier. Deswegen musst du ja nicht jedes Spiel mögen, hier was ich stream. Aber es gibt ja sehr viel Abwechslung hier, weiß gar nicht. Die meisten halten sich ja an ein Spiel oder an zwei, drei. Mache ich dann bestimmt irgendwann auch, aber die Releases werden immer bleiben. Mal schauen, wie ihr halt Lust habt. Ich richte mich auch dann auf euch. Ihr seid ja mein Boss. Ich bin nur ein publiker Streamer hier. Wie meinst du, gleiche Server? Ich weiß gar nicht, ob es... Ach so, du meinst das, weil wir es nicht gesehen haben. Wow. Achso, das sind ja gar keine Schüsse. Nicht drück, ich depp. Sind ja gar keine Schüsse. Ich halt gerückt, denke mir, hä, wieso schießt denn dieser komische Typ nicht? Ja, ist ja gut hier. Nein, du darfst nicht fallen. Wieso fällst du? Wo fällst du denn hin? Hat dir jemand ein Bein gestellt? Wow. Wie ich gerade bemerkt habe, hast du vor, Assassin's Creed Unity zu spielen. Ist dann dein erstes... Genau, ist mein erstes Mal Assassin's Creed und bei sowas stelle ich mich immer total blöd an. Das heißt blöd, ich bin es halt nicht gewohnt. Und Controller generell tue ich mich sehr schwer. Ich bin halt mit Maus und Tastatur aufgewachsen. Aber selbst da fange ich meistens mit irgendwelchen Spielereien an, Teil 4, Teil 5 oder Teil 3. Dann kennt halt die ganze Welt das schon und ich fange halt 2014 mit Teil 4 an. Und alle denken sich, Mann, was macht der für Scheiß? Ich spiele schon seit 10 Jahren, wieso kann er es nicht instant nach 2 Minuten? So gut wie ich seit 10 Jahren. Forza, Drive Club oder COD wären vielleicht was genau der Kack. Wie was? Kack? Nix Kack. Alles cool hier. Ja, ich bräuchte mal ein bisschen Muni für irgendwas. Oh ja, weiß ich schon. Immer mit der Ruhe. Mal schauen, Upgrade. Was habe ich denn bekommen hier? Geil, irgendwas Geiles hier. Präzises Kills erhöhen, das Waffen-Nachladetempo wirst du dreimal stapelbar. Super. Das ist echt geil für die Gun. Für meinen Colt. Falls ich mit dem präzise Kills mache. Keine Ahnung. Mit den blöden Servern, man soll einem Freund auf dem Server folgen können oder so. Ja, kriegen sie bestimmt schon hin. Es wird schon nicht so sein wie in der Beta. Und wenn, dann suche ich mir halt Freunde, die auf meinem Server spielen. Nee, das kriegen wir schon bestimmt hin. Das kriegen die bestimmt hin. Sollte denn nicht irgendwann Anfang September auch die Beta für die Konsolen sein? Also wirst du Unity auf Konsole spielen, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe. Ach so, es gibt's ja für PC, gell? Wenn dann auf PC. Werde aber trotzdem mit Controller spielen. Mit Controller. Also ist es ja fast wie Konsole, ist ja wie Konsole dann. Ich versuche immer die Spiele, die es auch auf PC gibt, auf PC zu spielen, da es billiger ist. Konsolenspiel 70, 80 Euro, PC-Spiel 30, 40, so kann ich euch dann auch Kopien zukommen lassen, Giveaways nochmal kaufen. Deswegen, wenn es möglich ist am PC,
immer PC. Und wenn es nicht möglich ist wie Destiny, dann halt Konsole. Hey Gex, nicht müde. Hey Rikes, 84. Servus, grüß und hallo, wie geht's dir? Das ist eine gute Frage, mein Freund. Ich bin eigentlich immer müde. Ich schaffe es zu schlafen 2 bis 3 Stunden am Tag. Aber momentan passt's. Ich habe wieder mehrere Übermüdungsphasen hinter mir, das ist okay. Wie ist bei dir so? Wie ist es bei dir so? Und mit meinen Videos wird wahrscheinlich nichts mehr, solange ich keine neue Leitung habe. Ja, ich habe heute gelesen, also hat mir Jack vorhin einen Link geschickt, dass bei Kabel Deutschland auf 200 geupdatet wird im November. Also ich habe jetzt 100 down, 6 up und es wird auf 200 down und 12 up angehoben. Aber komischerweise stand in der Liste nicht in München. Sollen noch kommen dann. Gut, gut, freut mich. Hast du auch schon Destiny gezockt? Heute Geburtstag, wow, hey, herzlichen Glückwunsch. Gex, happy birthday, mein Freund. Gex, happy birthday. Core Problem nicht. Und was hast du denn schon? Achso, ist ja erst nachts, gell? Also hast du nichts bekommen. Hast du noch nichts bekommen hier? Geschenkt, meine ich jetzt. Machst du mit deinem Fusionsding immer mehrere Gegner kaputt gleichzeitig? Genbu. Oder wirken meine Schüsse auch ein bisschen? Sieht immer nur so lustig aus hier. Erstmal ins Gesicht mit dem Messer hier. Ich warte auf FIFA 15. Okay. Ich schätze, du musst den Ring betreten. GZ. Erstmal ein bisschen hier aufladen alles. Ist aufgeladen, Moment, ist auch noch aufladen. Für den Boss. Jetzt kommt wieder epische Musik, ich mach mal lauter, jetzt wieder epischer Fight hier. Hi. Na? Kommt er oder kommt er jetzt nicht? Hallöchen, na du? Genbu. Haben wir das falsch gemacht? Soll ich länger drin stehen bleiben? Oder musst du auch rein? Ach so. Okay, muss ich um mich herum aufbauen. Darf ich jetzt weg? Vergiss nicht, das war nicht meine Idee. Wow. Dramatischer Kampf. Güter gefallen. Scheiße, nein, 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 nein. Nein, duck dich! Ich hol dich gleich, Sekunde. Fuck! Wow! Du bist direkt neben dem. Fuck! So. Dich wieder gespawnt, oder? Ist man zu übermütig, war mit Level 15 dann. Wow.
ran. So, fixiere den Kopf für den Teleport. Okay, dann fixieren wir mal. Nichts wie in den schwarzen Garten. Holen wir uns den Schlüssel von der Königin. Probier es, aber klappt nicht. Spielst du CSGO, Gags? Ich habe CSGO mal kurz im Stream gespielt. Das war mein erstes CSGO-Erlebnis ever. Also überhaupt CS-Erlebnis. War ganz nett, war okay, aber sau schwierig am Anfang. Also musst du dir vorstellen, alle anderen um dich herum spielen 50 Jahre CS und Ich hab's dann erst installiert und gespielt. Ist cool, ist ganz okay, aber braucht halt viel Übung und muss viel spielen. Also momentan nicht. Aber mal schauen. Ich sag niemals nie, vielleicht spiel ich's ja wieder und dann fällt's mir vielleicht leichter. War für mich schwierig. Alle neue Maps, alles neue, ganzes Spiel komplett neu. Ich fand's, der Einstieg war schwer. Bin mal weiterzocken. Viel Spaß noch, Gags. Alles klar, Shiro. Merci fürs Vorbeischauen, viel Spaß beim Zocken. Eigentlich wollte ich einen chilligen Stream zum Pennen anschauen, aber jetzt bin ich fasziniert von dem Game. Sachen gibt's. Oh, sorry, dass der Stream nicht mehr chillig ist. Nee, es ist interessant, ja, das Spiel. Ist ganz cool, so weit, so gut hier. Chrissy. Cool, hab was Blaues gefunden. Wie, Schweinereien. Einfach mehr Sachen weggenommen hier. Bei 2 Stunden und 15 Minuten Streamzeit bin ich wäsch. Echt, wow, volles Timing hier. Voll die Drohung, oder? Ist das ein Versprechen? Also Counter-Strike, ja, fand ich cool, hat auch Spaß gemacht, aber boah, ich war überwältigt von dem Ganzen. Im Stream. Das erste Mal gestartet, installiert. So viele Möglichkeiten, so viele Waffen und die. Jede Map alles neu und so. Muss man halt viel üben und spielen, schätze ich mal. Es lebt noch. Und hat noch seine Kugel. Rückzug ist keine Schande, Hüter. Abgesehen von der Feigheit und dem Versagen ist es eine sehr gute Taktik. Wieso Rückzug? Wurde kein Torlord erlegt, Bruder? Und ob er das wurde? Geist? Wir müssen den schwarzen Garten finden. Sie wissen nicht mal, wo er ist. Wir sagen es ihnen. Such bei dem Torlord nach dem, was ihnen Eintritt gewährt. Warum? Wenn ihr ihren sicheren Tod wollt, bringt sie doch einfach um. Wer die Motive anderer zu kennen glaubt, zeigt oft nur seine eigenen. Mein Motiv ist Loyalität zu einem Volk. Hier für dich. Königin und Schwester. Dann bitte. Bitte schön, kannst du ein Stück nehmen hier. Nimm, was erforderlich ist. Ich erzähle gleich, wenn die Szene vorbei ist, Rix. Ich halte noch meistens meine Schnauze bei irgendwo in der Zwischenszene. Obwohl wir die jetzt schon kennen, macht da nichts. Die Kinderschokolade / Kinderriegel sind eigentlich fast immer im Stream mit dabei. Tod. Wie schade. Meistens liegen ich sie nur fürchte, da. Die Reise war umsonst. Vielleicht. Ist aber voll hier. Aber ich halte sie für geschickt. Wir helfen. Aus Sympathie für ihren Reisenden. Finde den schwarzen Kinderschokogarten. Oh Gott. Also ich hab. Seh ich mir das Szene? Jetzt schau mich nicht so an, du komischer Kauz da. Mars. Oh Gott. 84 Nord, 32 Ost. Meridianbucht.